Und da sind wir wieder, immer noch mitten im Bosskampf gegen den letzten Boss des Spiels, gegen den Parasiten-Parasiten. Den Meteor-Parasit. Den Meteor-Parasit. Ich hasse ihn. Ja, ich auch. Okay, wir sind in der dritten Bossphase. Wir haben eben schon zwei Phasen ausgemacht. Wir kämpfen hier gegen zwei Tentakel, die auf unserer Seite stehen, haben einen großen Kopf in der Mitte, den wir besiegen müssen. Da kommt so eine Bubble auf uns zu. Das kann noch ein langer Kampf werden. Also, auf geht's. Los. Los. Okay. Pizza! Boah, diese Kameraeinstellung ist doch zum Kotzen. Ja. Ich sehe gar nichts. Kevin. Ja, so. Okay. Dann guck, wir müssen gucken, dass wir den Kopf mit Spezialattacken treffen. Ich hoffe, ihr könnt ihn treffen. Meine scheint nicht treffen zu können, meine Spezialattacke. Er scheint zu niedrig zu gehen. Kannst aber, ne. Guck mal grad, ob meine kommt. Ja. Deine geht dran. Ich hab ihn auf jeden Fall getroffen. Das ist weiß geworden. Okay. Ja, also wenn er nicht. Deine sieht doch irgendwie größer aus als die von Kevin. Dann gehst du auf Distanz, heil und. Ja, dann muss Kevin diese Runde mietern. Okay, und wir casten Angriffen. wow. Ja, und wir sterben. Hey, das könnte ja kritisch werden hier. Ja. Ja. Wir dürfen nicht so nah beieinander stehen. Das geht nicht. Gott, ich werde immer von irgendwas getroffen. Dieser komischen Explosion. Ich bin dabei. Nee, ich meine mein Dieter. Achso. Ich bin trotzdem dabei. Ah, diese doofe Explosion kommt immer, wenn ich gerade caste. Ich mach das, sobald ich anfange zu casten. Schön in den Kopf. Zum Glück macht Max. Ah, danke. Zum Glück macht Max damit relativ viel Schaden bei ihm, so aussieht. Wow. Probleme. Wo bist du? Auf Planetas. Ich bin mit keinem dabei, aber ich möchte irgendwas treffen. Wegen dieser blöden Kameraeinstellung. Nee, die Kameraeinstellung ist wirklich. Kameraeinstellung ist grauenhaft. Ist nicht besonders angenehm, das stimmt wohl. Alex. Geht's wirklich jetzt weg? Ich bin tot. Engel kommt. Kevin? Ja. Heilst du dich? Ich hab's mich selbst nicht getroffen, ja. Kevin, pass auch da vorne. Wenn er seine Angriffe mit dem Kopf macht, bist du sofort tot. Er hat sich zurückgezogen. Achso. Okay, dann gehe ich lieber ein Stück zurück, wenn er wieder irgendwelche komischen Laser hat. Genau das dann. Wenn du davor stehst vor ihm, bist du sofort tot. Da werde ich drauf. Also schön auf Abstand gehen. Schauen wir es irgendwie die zwei Zentakel. Da ist sie. Wenn man vom Teufel spricht. Ja. Muss der kommen. Ja. Sein Kopf ist zu hoch. Naja, ich warte nur darauf, dass er mich wieder sprengt, damit ich es sehe. Ja, hat er mich gesagt. Gut. Okay, ich gehe wieder nach vorne. Mach das. Was hat er dir? Nein. Ah, dann hat er mich jetzt auf den Kicker für die Runde. Vielleicht kann ich einen Block casten. Beim Leben. Das geht. Wie lange es geht, kann ich damit leben. Wow, da hat unser Vita-Guy geblockt. Weil ich abgebrochen wurde. Ja, und damit hat er auch meinen Vita komplett geschlossen. Das ist nicht mehr. Vita-Guy! Wie eigentlich in der Zeit von dem Vita-Guy kannst du nicht geblockt haben? Zweifel so lange vielleicht. Okay. Dann könnte das nicht abgebrochen werden, wenn wir da besiegt werden. Ja. Wir könnten unbesiegbar, aber nicht uninterruptbar sein. Mir fällt das deutsche Wort gerade hier ein. Unterbrechen. Unterbrechbar, ja. Entschuldige. Hin und wieder habe ich mal mentalen Aussetzer, was deutsche Worte angeht, von englischen Worten. Moment, lässt er mich jetzt casten. Oh. Wenn mein Zauber nicht so lange dauern würde, ne? Ich kann Angriffe casten, ich würde ihn beeindrucken. Er hat einen Mark auf dem Kicker und jedes Mal, aber ich bin direkt nach seiner Attacke, bin ich mehr oder weniger direkt im Heilen da. Er braucht fast genauso lange wie ich.
Angriffsattacke, ja. Gut, dass wir ihn hier aussnipen können. Mhm. Hat sich zurückgezogen. Ja. Wow, ging die Explosion diesmal weiter. Tackle, wo bist du? Komm, bist du ein Tackle? Ich weiß nicht. Du die vordere sein, ne? Du bist auf jeden Fall jederzeit wieder da, aber ich glaube, du bist ein Tackle. Der merkwürdige Respawn-Zeiten, die Tentakel. Ja, die eine braucht scheinbar viel länger als die andere. Nicht, ob mir, nicht, dass ich was stören würde, aber... Ja gut, wie willst du das Vieh denn sonst irgendwie platt kriegen? Schubwurz. Ich hör mal vor, die hätten Phasenzeit von der zweiten Phase. Zeit von der zweiten Phase. Ja, dann würden wir hier übermorgen noch sitzen, bei dem wenigen Damage, den wir dann da reinhauen würden. Ja, mein einfaches Feuer macht leider nicht übermäßig viel. Aber immerhin, es macht Schaden. Ah, der Tag. Das ist voll. Ja, das ist voll, der Tag. Die Blitzentakel steht hinter uns. Geh drauf. Ich finde es ehrlich gesagt auch sehr gut, dass die Blitzentakel länger braucht zum Respawnen als die Feuertentakel. Die Feuertentakel tut irgendwie nicht so richtig viel. Und. Abtentakel. Hallo. Autsch. Ich bin reingerannt. Ich tue ja mein Bestes. Oh, noch 7, noch 0. So, tot. Explosion. Alex, ich glaube, du stehst ein bisschen zu lang. Ich dachte schon, ich fuchte mit meinen Augen. Okay, das sah so aus. Ach! Er macht die Explosion weiter durch auf mich. Schon gut, schon gut. Komm, bitte. Ja. Ich habe ihn das jetzt beide Male nicht getroffen. Weiß ich nicht. Irgendwie ist er genau da rausgelaufen. Der Winkel ist so scheiße. Ja. Man sieht gar nichts. Ich bin stehst du da nicht dran. Ich muss da stehen, um zu Vita und um zu kommen. Wow. Ich hab dich schon geheilt. Okay. Bleib locker, ich stehe hier mit Vita. Vergiss nicht, du musst dich zwischendurch auch mal. Das Problem ist, dass ich darf keine Zeit ab, mich selbst zu heilen. Ist er down? Nein. Noch geht's. Irgendwie habe ich gerade die Engel-Animation gesehen, das hat mich sehr beunruhigt. Ja, jetzt müsste ich einmal wieder blind werden. Der castet minimal zu schnell für mich, wenn er auf mich zielt. Ich hab immer gerade auf die Tage. Ja. Das ist gerade keine Lust, um meine Kommandoliste zu gehen, aber in einer Kreuzzeit. Das finde ich auch sehr nett von ihm. So, es ist nicht so, als hätten wir hier Stress oder so. Du stehst hinten in der Explosion. Ich weiß. Scheinbar hat er mich mal wieder ausgesucht. Dann renne ich hier mal so ein bisschen rum. Oh, okay. Wir brauchen ganz viele Meters. Aber wie gesagt, im Moment hat er mich scheinbar auf dem Meter. Die HP-Leiste ist übrigens langsam. Aber sicher. Wach! Der den Kopf ein. Bist fähig. Nimm mehr Schaden. Ja, schön, wenn er mich auf den Kick hat, kann ich einfach die ganze hin und her rennen. Muss aber nichts machen. Das ist sehr angenehm. Das ist bloß nie ein Paladin-Heiler hören. Boah. Ja, mal ganz ehrlich, ich kann die einfach hinten. Nicht mehr viel. Oben, unten runter rennen. Irgendwie hängt er ein bisschen weiter in der Luft als normalerweise. Zieht sich zurück. Kann man runter heilen. Alles über Zeit. Jetzt hast du Heilung, so. Wo bleibt die Tentakel? Kann nicht mehr lange dauern. Ich habe keine Ahnung, wie viele HP der Boss hat, weil ich den glaube ich noch nicht ein einziges. Doch, ich habe einmal kurz angegriffen, aber dann hast du mir gesagt, ich soll da nicht hingehen. Was sagt der denn? Er müsste ich, Tentakel. Ich müsste ihn ja angreifen, den Boss, um zu sehen, wie viel HP er noch hat. So, ja. Okay, jetzt wieder Kopf da. So, er hat noch 19 HP. 19? Ja. Das ist nicht viel. Nee. Wir machen noch nicht viel Schaden. Hältst du dich oder geht das? Ich kann mich nicht heilen. Wenn er die Explosion auf mich einsetzt, bin ich schnell genug. Meine Zauber sind zu langsam. Oh fuck. Beide zu. Ja, ja. Ich hab's gerade sehen wollen. Das ist nicht gut. Machen wir erstmal die Blitz-Tentakel kaputt, weil du die feuern kannst. Ich dahin zu kommen. Autsch. Ja, komm her, komm her. Ich kann nicht. Ja.
Puh, ist knapp. Hier war endlich durch. Ja. Nee, down. Ich sehe mich nicht. Ich hau einfach irgendwo drauf. Ja. Stoppt. Ah, ich bin mal kurz. So, die müsste jetzt kaputt sein. Der Boss ist schon so gut wie tot. Was müssen wir jetzt gegen diesen bekloppten Tentakel kämpfen? Weil es gut wird bekloppt. Wenn ich dazu komme, ja. Warte. Ich halte dich. Eine Hand wischt die andere, ne? Ja, wenn man gerade halt... So, kaputt. Wenn man halt gerade im Kasten... Nicht mehr viel. Was, wir sollten... Ja, Gott. Jetzt. Er ist fast tot. Er zielt auf Mark, glaube ich. Gott, wer hat ihn da schon wieder nicht getroffen? Er zielt wieder auf mich. Schieß genau hinter ihn, aber es macht jetzt keinen Schaden. Ja! So! Ja! Kaputt! Er ist tot! Doch lange noch gedauert. Ich habe ihn gefeuert. Warte jetzt, Gott! Wie lange hat dieser Kampf gedauert? Zu lang. Also die dritte Phase hat 11 Minuten gedauert. Ja, leck doch die Henne, ey. Ich glaube, wir haben eine halbe Stunde nur gegen diesen... Nein! Nein! Spricht gerade der Kessel? Nein! Vielleicht. Wer spricht die ominöse Stimme? Schöner Blitzball. So schöne Farben. Blau. Und blau. Und die Musik aus dem Startmenü. Oh oh. Was ist das denn? Sieht aus wie eine schöne Farben. Sieht aus wie der Traumbrunnen aus Kirby. Nur so ein bisschen. Ein bisschen kaputter, aber... Sonst ganz gleich. Ansonsten sehr hübsch. Also ich finde es ein schöner Abspann. Das muss Abspann sein. So ominös, ja. Komm, jetzt irgendein Name von irgendeinem Typen, der in diesem Spiel mitgearbeitet hat, bitte. Ich will nicht noch einen Boss verprügeln müssen. Credits. Das hat jetzt gerade eben schon lange genug gedauert. Oh nee. Bitte nicht. Hi. Mein schöner Mahnhammer. Okay. Ich gehe schon mal wieder. Kommt jetzt noch irgendwie so eine Szene, hey, Verabschiedung, alles sind happy, Roland. Hat jemand... Ich habe die Gegner-Statuskarte. Ich habe eine normale Karte, da ist ein Kreis. Okay. Okay. Irgendwas passiert. Ich habe immer noch die Gegnerkarte. Ich finde, dass was passiert. Ein Teleporter. Okay. Okay. Schau mal, ist übrigens auch unser Kessel weg. Hey! Das sieht aus wie... Unser Kessel hat sich in ein Irrlicht verwandelt. Sprechen? Nein! Hoffentlich haben wir jetzt keine Miasma mehr hier. An diesen Ort hättet ihr nicht gelangen dürfen. Nicht an diesen Ort! Warum nicht? Wir haben den Boss besiegt. Wir gehören jetzt hier hin. Und ja. So. Wir werden das Miasma besiegen. Ja. Es gibt kein Miasma mehr, wir haben den Miasma Parasiten erlegt, aber wenn er so ist wie die ganzen anderen Bosse, dann ist er wieder da. Raim wird euch fressen. Ja, von dem haben wir doch schon mal gehört. Ja. Er hat der Schwarze Ritter davon erzählt. Ja. Eieiei. Ihr hättet nicht kommen dürfen. Euch fehlen noch so viele Erinnerungen. Ihr seid für diesen Ort nicht geeignet. Aber wir haben 56 Erinnerungen. Ja, muss doch reichen. Pro Stück. Wenn du uns jetzt wieder rausschmeißt, dann bin ich aber sauer. Ja, ich auch. See you soon. Ja, sorry, ihr habt keine 100 Erinnerungen. Weg auch hier. In Zukunft werden wir nebeneinander leben. So wie auch Licht und Schatten unzertrennlich nebeneinander leben. Das hört sich so nach innen an. So ominös. So, wie wir es bis heute taten, so werden wir es auch weiterhin tun. Doch ich habe Angst um euch und um eure Erinnerungen. Denn eure Erinnerungen werdet ihr bald nicht mehr mit mir teilen können. So wie Leon und Hardy ihre nicht mehr mit mir teilen können. Der Schwarze Ritter. Und der... Also Kim. Damit haben wir auch die Bestätigung, dass der Schwarze Ritter definitiv der Vater von dem Kind war. Da hieß er Leon Erser. Und bei Hardy war der Schwarze Ritter, es muss also Leon sein. Ja. Seid gewappnet, denn ihr habt Raim in seinem Schlaf gestört. Haben Hardy und der Schwarze Ritter das nicht auch schon? Hat er gerade Vita gecastet? Sah so schön grün aus. Also, sorry, Kram, ich weiß ja nicht, wer du bist, aber ich wollte dich nicht wecken. Wir gehen auch wieder. Schlaf ruhig weiter. Ja. Kein Miasma in der Welt reicht uns. Meine Karte hat sich geändert. Meine auch. Ich habe jetzt die Gegner-Statuskarte. Ich habe immer noch die normale Karte. Ich habe irgendeine schwarze Karte. Ich finde die Lichtsilhouette interessant. Mhm. Sieht aus wie ein fliegender Selki. Ja. Das war
So mein Gedanke. Von den Erinnerungen, die ihren lichten Glanz verloren haben. Die Erinnerungen, die in euren Herzen nur noch matt und kalt glänzen und kurz davor stehen zu erlöschen. Diese Erinnerungen halten mich am Leben. Wer ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Doch Rahem. Ausrufezeichen! Da-da-da-dam. Jetzt bräuchte man so einen Solid Snake Sound. Schwing! Ja. Ich glaube, wir werden gleich wissen, wer Rahem ist. Ich glaube, das wollen gerade der letzte Boss oder Gegner. Gegner. Die sehen so ein bisschen so aus wie die Gegner aus Twilight Princess, oder? Müssen wir auch noch Mobs kloppen. Das stimmt, die haben sehr viel Ähnlichkeit. So eine kleine Arena. Ja. Ich kann gar nicht wegrennen. Aber du hast die Schachungskarte, sag mal, wer das, was das so für Dinger sind. Ich musste erstmal angreifen dafür. Ja, besser ist das vielleicht auch. Toll. Ich kann nicht lesen, ohne mich nicht zu konzentrieren. Wir werden schon irgendwann draufgehen, so wie der Endboss. Teufelsboot, hast gemacht, hast Spock hinterlässt keinen Gegenstand. Kevin? Ja, ich bin da. 36 HP, nicht übermäßig stärksten. Aber vermutlich nehmen sie immer nur einen Schaden. Keine Ahnung, ich kann es nicht sehen. Die eine ist, glaube ich, gerade gestorben. Ja, konntest du noch mal angreifen, also die nehmen schon Schaden. Sind jetzt nicht die übermäßig stärksten Gegner. Okay. Nein! Rahem wird bald kommen. Er ist schon fast hier. Wird die Arena jetzt nochmal kleiner? Flieht! Ja, ich bin dafür. Flieht, ihr Narren! Wo ist der Ausgang? Irgendwo. Du hast doch die Karte, oder nicht? Nein, hier ist ein Kreis! Ja, dann gibt's keinen Ausgang. Ich wollte sagen, irgendwo stand sprechen. Wir müssen mit der Tante reden. Ah, nicht so hell. Ist doch schon die ganze Zeit so hell. Hey, du warst noch heller. Das ist weiß, viel heller geht's nicht. In der Tat. Passiert hier jetzt noch großartig was? Ich hoffe nicht. Abspann wäre gut. Ja, danke. Denk hey, wieder mit der gelohnt. Das war ja jetzt richtig sinnvoll. Ja. Rahem. Er ernährt sich von den Erinnerungen, die tief in den Herzen verborgen sind. Wir haben immer noch 56, hat noch keine gefressen. Ja. Alle Erinnerungen werden irgendwann einmal vergessen. Okay. Doch Erinnerungen, die bedeutend sind, behalten ihren warmen Glanz und leben in den Herzen der Einzelnen weiter. Okay. Wie poetisch. Not. Auf jeden Fall nicht so emo wie das, was wir immer am Ende der Jahre erzählen. Das stimmt wohl. Solche Erinnerungen blenden mich mit ihrem hellen und strahlenden Licht. Sie bleiben für mich unerreichbar. Vielleicht. Vielleicht was? Beende deinen Satz, Frau. Mann. Vielleicht Licht. Vielleicht löst es sich etwas auf und poppt vor uns wieder auf. Vielleicht sind strahlende Erinnerungen auch für Rahem zu hell. Vielleicht blenden sie ihn auch. Aha. Wir killen ihn also mit Erinnerungen. Vielleicht war es der strahlende Glanz eurer Erinnerungen, die in euren Herzen einen sicheren Zufluchtsort gefunden haben. Vielleicht haben sie euch hierher geführt. Also ladet eure Chronikkanonen auf, wir werfen jetzt mit Büchern. Finde ich gut. Was, so eine Brockhaus-Reihe? Du sollst schon Damage machen. Wenn der strahlende Glanz eure Erinnerungen Rahem trifft, kann er vielleicht aufgehalten werden. Wenn euer sehnlichster Wunsch die Rückkehr in eure Heimat ist, dann lasst euren hellen Wunsch auf ihn erstrahlen und vernichtet ihn! Heißt das, wir müssen uns nur wünschen, nach Hause zu kommen? Und dann gewinnen wir, ohne dass wir kämpfen. Geht durch die Tür der Erinnerungen und denkt an die vielen Ereignisse, die ihr erlebt habt. Die ganzen 56. Immerhin! Ja. Okay, und wieder mit ihr sprechen, mein Gott! War das jetzt wirklich nötig, dass man sie immer wieder anspricht? Ja. Erscheine, Tür der Erinnerungen! Erscheine, Kingdom Hearts! Oder so. Hat aber ein sehr ähnliches Feeling gerade hier. Ja. Tschüä! Das sieht jetzt wirklich sehr nach Kingdom Hearts. Ich wollte gerade sagen, das sieht aber auch. Ja, Final Fantasy und so, ne? Ja. Erscheine, Schlüssel der Erinnerungen. Wenn ich jetzt ein Schlüsselschwert in die Hand kriege, ne? Jedes Mal, wenn ihr diese Tür durchschreitet, werden eure Erinnerungen stärker. Rein, raus. Also ich hätte dann ganz gern 10 auf Stärke. Doch vage und dunkle Erinnerungen werden zu Monstern. Selbst wenn ich 10 Stärke bekäme, wäre ich immer noch schwächer als ihr. Ja, also du musst die 50 Punkte ja aufteilen. Ich mit meinen 27. Seid vorsichtig und beantwortet mit Sorgfalt die Fragen, die ich euch stelle.
Starke Erinnerungen werden die Tür öffnen. Ein bisschen was von Chain Memories, oder? Ja. Bin gespannt. Wie habt ihr euch? Entschieden? Fragezeichen? Ich denke, diese Frage ist verbuggt. Das ist schön nett. Das geht ja schon gut los. Ja. Also theoretisch müssen wir jetzt hier also Fragen aus unseren Erinnerungen beantworten. Und offenbar ist die deutsche Version nicht gut getestet worden. Offensichtlich. Vielleicht ist keiner von den Testern so weit gekommen. Ah, die Bosse hat er nicht kaputt gekriegt. Ja. Moment, aber das spricht schon für sich. Wir zahlten ein Lösegeld. Ja, also entweder wir gaben einen Streifenapfel oder wir flohen. Das könnte die Szene sein, wo sie Gardi gekidnappt, wo die Streifenräuber Gardi gekidnappt haben. Ja, aber wir haben doch einmal einen Streifenapfel gegeben und du hast einmal 1000 Gil für den bezahlt. Ja, aber das war ja kein Lösegeld. Das war ja Schulden. Ach ja, stimmt. Also ich hoffe mal, das ist die Szene mit den Streifendieben und ich habe gesagt, wir gaben einen Apfel. Richtig. Oh. Nun geht durch die Tür. Reim ist schon nah. Das ist scheiße. Ja, das ist echt scheiße. Ehrlich mal. Ich hasse es, wenn das Endgame nicht getestet ist. Boah. Gott. Das kann ja nur lustig werden. Ja. Hoffentlich war das nur der Türöffner, den wir da brauchen. Schreit durch die Tür und eure Erinnerungen werden noch stärker. Mit halben Fragen. Danke auch. Ehrlich. Ja. Gut, dann machen wir hier an der Stelle nochmal eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir durch diese Tür schreiten und hoffentlich keine verbackten Fragen mehr beantworten müssen. Hoffentlich. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, das ist kein Feature. Ich hoffe, das ist nicht, weil wir nur 56 Erinnerungen haben von den 99, die wir tragen können, dass wir deswegen nur die halben Fragen bekommen. Das wäre bitter. Das wäre echt bitter. Bis zum nächsten Mal. Hallo. Bis denn.